Zunächst mal gilt es zu wissen, dass das Webinterface nur bei der P30 X-Series sowie bei den Sondervarianten Dienstwagen Wallbox und PV Edition verfügbar ist. Im Webinterface können alle erforderlichen Konfigurationseinstellungen für die Wallbox vorgenommen werden. Um auf das Webinterface zugreifen zu können, ist eine Netzwerkverbindung mit der Wallbox erforderlich. Dies funktioniert am einfachsten mit dem WLAN-Hotspot der Wallbox. Mit meinem Laptop oder einem anderen mobilen Endgerät verbinde ich mich zunächst mit dem WLAN-Hotspot der Wallbox. Die SSID ist am Konfigurationsetikett angegeben. Danach gebe ich das Hotspot-Passwort ein, welches ich ebenfalls auf dem mitgelieferten Konfigurationsetikett finde. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem WLAN-Hotspot gebe ich im Browser die IP-Adresse der Wallbox ein. Bei Verbindung über den Hotspot ist diese immer 192.168.2.1. Eine weitere Möglichkeit, um auf das Webinterface zu gelangen, ist die Wallbox via LAN in das bestehende Heimnetzwerk einzubinden. Die Verbindung zum Router kann via LAN oder WLAN hergestellt werden. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, empfehlen wir eine Verbindung via LAN. Hierfür wird ein LAN-Kabel auf der einen Seite an der Wallbox angeschlossen und auf der anderen Seite am Router angesteckt. Die IP-Adresse, mit welcher ich wieder das Webinterface aufrufen kann, wird beim Neustart der Wallbox am Display angezeigt. Alternativ kann diese auch über das Webinterface des Routers abgerufen werden. Danach bleibt der Vorgang wieder gleich. Ich gebe die IP-Adresse im Browser ein und gelange so wieder auf das Login-Fenster, wo ich meine Zugangsdaten eingeben kann. Am Login-Fenster angelangt, gebe ich noch die erforderlichen Zugangsdaten ein, also Benutzername und Passwort, welche ebenfalls auf dem Konfigurationsetikett zu finden sind. Zu guter Letzt auf Login klicken und schon bin ich am Webinterface.